Sexy. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Alter, immer diese Rassisten, ey. Und eine kaputte Maschine. Was ist das? Morphologie. Testsubjekt. Ah, ich gehe mal davon aus, dass das das Mädchen ist. Vox Pulli Crime Board. Mörder. Raub. Boah, wieso muss denn hier alles so kaputt sein, ey? Past this point. 72 Stunden Quarantäne. Betätigen hier, betätigen. Okay. H13, H11. Okay, kaputt machen kann man es nicht. Ja, was zur Hölle? Ändert die Farbe. Das ist Blut. Blushing is dangerous. Verdammt, was machen die mit ihr? Das ist echt eine verdammt gute Frage, hey. Die sind ja... Doktorspielchen oder was, ey? Ups, Entschuldigung. Wohl echt danach aus, ey. Ich meine, schaut euch das an, hey, sie wird da gefesselt hier lauter, ne? Na, das spare ich mir jetzt mal. Hey, Mr. Thompson, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbraten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zip von allein. Ich kann nicht. Oh Gott, da passiert irgendwas, was? Ah! Alter, die Leute hier sind ja echt krank, ey. Die beobachten sie. Wieder was für Spanner, ey. Na, ihr könnt schon anbleiben, aber trotzdem, was für Spanner. Alter. Nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Da ein Film drin. Alter, verwenden Menschen einfach so als Testobjekte.
Spalte, solche kranken Schweine. Du ne Pro-Siphon. Das war schon so weg. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen. Bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Yeah. Drücken wir mal. Alter, wo ist die coole Fahrstuhlmucke, hä? Hm? Ich meine, so ein edler Fahrstuhl. Guckt euch den mal an und dann keine Musik. Also, nee, es geht ja mal gar nicht. Hebel betätigen. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Och nö, jetzt hat er auch noch Bespannung gehen. The fuck? Es ist sie. Mal ernsthaft, wie krank sind die? Setzen einfach mal hinter dem Spiegel, vermute ich jetzt einfach mal. Setzen einfach hinter dem Spiegel so ein Fenster, hey. Oh, das ist echt ein Fenster und ich irre mich einfach total. Dining Room. Was ist? What the? Oh Mann. Was immer das war. Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Alter, reißt einfach mal ein Dimensionstor auf. Welcher Weg jetzt? Okay, können wir nicht durch. Alter? Dieser Job wird immer mieser. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Hebel? Ah. Was für eine Bibliothek. Hm.
Tja. Oh. Sesam, öffne dich. Was zur... Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt! Sie müssen gehen! Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen! Kleinen Moment noch! Ich zieh mich gerade an! Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht! Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Noch schnell umschauen. So kommen wir raus. Nein! Ja, ich dachte schon. Ja, Ada! Auf, dass ich nicht hier rauskomme! Das wird sich zeigen. Ah. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hier lang, kommen Sie! Aufzug. Wieso? Was? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Sie haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. What the... Alter, was geht? Wir müssen weiter. Hängt das Gebäude auseinander. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Ich mach doch schon. Ja, Mann. Dass die Statue einfach mal auseinanderhaut. The fuck? Alter.
Genau so ist es. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Ja, was? Was macht ihr in meinen Träumen? Was wollt ihr von ihr? Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Anna. Anna? Anna? Soll mich ja alles sagen, was sie hören will, solange sie nur mitkommt.